Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Er dich recht führen. Kommt her, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Erhörst Gebet. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihm bringen. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott.
Ich will zu dir beten. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein, sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem Hirten gegeben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.